Meldung des Kommandeurs der Panzerbrigade 3 erfolgte an den Bundeskanzler, die Meldung, dass der Vorbeimarsch beginnt. Truppenteile der Panzerbrigade 3, verstärkt durch Divisionstruppen, werden diesen Vorbeimarsch durchführen. Und wie schon am Anfang spielt dazu das Heeresmusikkorps 1. Das Heeresmusikkorps 1 unter der Stabführung von Major von Freimann. Den Anfang machen der Stab und die Stabskompanie der Panzerbrigade 3. Es rollen vorbei gepanzerte Mannschaftstransportwagen, die in der Bundeswehr in verschiedensten Funktionen eingesetzt werden, etwa als Führungspanzer, als Punkttrupp. Und wie wir noch später sehen werden, als Mörserträger oder als Sanitätsfahrzeuge. Die Stabskompanie ermöglicht einer Brigade überhaupt erst die Führung. Die Stabskompanie organisiert die Gefechtsstände, die Manöver. Sie hält Verbindung nach oben zur Division, nach unten zu den Bataillonen und auf der eigenen Ebene zu den anderen beiden Brigaden. Im Frieden übrigens stellt sie das Management für 3000 Soldaten. Und nun der Spähpanzer Lux, den wir beim Gefechtsschießen auch schon in Aktion gesehen haben. Das gilt übrigens für alle Waffenarten, die nun hier vorbeirollen. Ein Spähzug der Brigade, der hier vorbeirollt, hat 8 solcher Spähpanzer Lux. Es folgt das Panzergrenadierbataillon 32. Es ist beheimatet in Nienburg an der Weser. Kern der Schützenpanzer Marder. Dieses Waffensystem ist das Gerüst eines jeden Panzergrenadierbataillons. 3 Kompanien rollen vorbei mit insgesamt 32 Fahrzeugen. Der Marder ist neben dem Kampfpanzer Leopard das entscheidende Waffensystem, das das Konzept der beweglichen, der gepanzerten Gefechtsführung, das innerhalb der Bundeswehr heute gilt, in die Tat umsetzt. Das gilt besonders deshalb, weil von den 9 Soldaten, die in diesem Fahrzeug fahren, 7 den Panzer verlassen können. Sie werden dann eingesetzt als klassische Infanteristen. Der Marder ist dabei nicht nur Transportfahrzeug, sondern gibt mit seiner 20 mm Maschinenkanone Feuerschutz. Und dann hat er auch noch Panzerabwehrfähigkeiten durch die Panzerabwehrlenkrakete Milan, mit einer Reichweite von 2000 Metern. Dieser schnelle Wechsel der Kampfweisen der Panzergrenadiere, einmal aufgesessen im Fahrzeug oder abgesessen in schwierigem Gelände, wird heute von vielen Armeen der Welt kopiert. So etwa von den Israelis
und seit Anfang der 70er Jahre auch von der Sowjetunion. Den Schluss des Panzergrenadierbataillons 32 bildet eine Mörserkompanie mit 6 Panzermörsern und den dazugehörenden Feuerleit- und Beobachtungsfahrzeugen. Hier haben wir wieder den schon am Anfang gesehenen Mannschaftstransportwagen als Fahrzeuggrundtyp. Der Mörser ist so etwas wie eine Artilleriewaffe, obwohl er einem grünen Kommandeur zur Verfügung steht. Grün ist hier weder politisch, meine Damen und Herren, gemeint, noch spielt es auf mangelnde Erfahrung an. Grün ist nämlich die klassische Farbe der Infanterie, rot dagegen die Farbe der Artillerie. Und hier haben wir schon die Spitzen des Panzerbataillons 33 aus Luttmersen, nördlich von Hannover. Vorneweg immer der Kommandeur auf einem Kampfpanzer Leopard 2 und auch hier rollen wieder 3 Kompanien vorbei. Jede Kompanie mit 13 Leos. Die Truppenfahne des Panzerbataillons 33. Am 4. August 1980 wurde der Leopard 2, die Leo 2-Version, in der Bundeswehr eingeführt. Nicht selten gilt für ihn das Prädikat bester Kampfpanzer der Welt. Ein Grund zum Stolz, ein Grund zum Schaudern, ein Grund zur Ablehnung. Nicht zuletzt am Leo 2 entzündet sich viel kritische Diskussion um eine mögliche offensive Struktur der Bundeswehr. Ja, und dann haben wir noch das Begehren der Saudis, die den Panzer Made in Germany unbedingt haben wollen. Aber wegen politischer Gründe, der Rücksicht auf die Israelis, nicht haben können. Warum ist er so begehrt? Ein paar technische Daten. Die 120 mm Bordkanone, die sogenannte Glattrohrkanone. Noch eine Anmerkung politisch. Die übrigens bekommen die Saudis, weil die Amerikaner auf ihrem Kampfpanzer M1 die deutsche Kanone bauen. Sie haben die Lizenz erworben und die Saudis erwerben nun den amerikanischen Kampfpanzer M1. So ist das manchmal in der Politik und insbesondere in der Rüstungsexportpolitik. Zurück zu den technischen Daten. Hohe Geschwindigkeit, sehr starker Panzerschutz, Nachtkampffähigkeit und eine Feuerleitanlage, die die notwendigen Daten für den Schuss wie Zielbestimmung, Entfernung, Witterungseinflüsse automatisch errechnen kann. Die politische Diskussion lautet, kann man nicht eine Armee der Zukunft ohne Panzer ausrüsten? Wäre das das Signal defensiver Art, dass die Nicht-Angriffsfähigkeit bzw. den Nicht-Angriffswillen dem Gegner auf der anderen Seite von vornherein signalisiert? Die Einwände lauten, nur der Panzer garantiert das verbundene, bewegliche Gefecht auf dem Gefechtsfeld. Nur der Panzer kann verlorenes Terrain im Gegenangriff wiedergewinnen, wobei der Gegenangriff nicht
mit Angriffskrieg über die eigenen Grenzen, über das eigene Territorium hinaus verwechselt werden sollte. Am Schluss wieder Führungsfahrzeuge, Funktrupps. Bell an. Dann kommen die Marine, Flieger, Sea King, die besonders zur Seenotrettung eingesetzt werden, und schließlich der mittlere Transporthubschrauber CH-53. Die Propellerflugzeuge von Luftwaffe und Marine, die Transall und die Breguet Atlantik. Die Transall, das ist das klassische Transportflugzeug der Bundeswehr. Die Breguet, wie gesagt, schon oft bei der Seenotrettung tätig. Sie ist auch ein Seeaufklärungsflugzeug mit der Fähigkeit, U-Boote zu bekämpfen. Und jetzt sind wir wieder unten am Boden. Logistiktruppen, der Satz stammt von Eisenhower. Die Logistik, also Versorgung und Nachschub, beeinflusst viele Schlachten und entscheidet alle. Die Jets der Bundeswehr, F-4 Phantom, Alpha Jet, F-104 Starfighter und Tornado donnern über die Ehrentribüne. Ja, der schnelle Wechsel von Boden und Luft, gerade eben sahen wir noch den Schwerlasttransporter Elefant. Und das ist das Mehrzweckkampfflugzeug Tornado. Weil Starfighter hier über das Gelände geflogen sind, sollte man nicht verschweigen, dass dies zu den problematischen Kapiteln von 30 Jahren Bundeswehr gehört. Über 200 Abstürze, fast 100 tote Piloten und darunter auch der Sohn des ehemaligen Verteidigungsministers Kai-Uwe von Hassel. Den Schluss des Vorbeimarsches bildet das Panzerbataillon 34 wieder mit dem Leopard 2. Vielleicht noch ein Satz zur Gliederung dieser ersten Panzerdivision, die ihren Stab in Hannover hat. Sie hat wie die meisten Divisionen drei Brigaden. Die Panzerbrigade 2 war vorhin für das Gefechtsschießen verantwortlich.